Welcome everybody to our next talk. So, herzlich willkommen bei unserem nächsten Vortrag, finanzielle Überwachung. Und wir, ich glaube, dass jeder in diesem Raum hier zustimmen würde, dass Massenüberwachung keine gute Idee ist. Und das gilt natürlich auch für die Überwachung von Finanzströmen, Finanzinstitutionen. Und unsere nächsten Sprecher, Jasmin Klofter und Tom Wills, sind investigative Journalisten, die aufgedeckt haben, wie dieses System aus Finanzüberwachung funktioniert. Und ich bin selber sehr gespannt zu hören, was Sie rausgefunden haben. Also hören wir erstmal, geben wir erstmal eine Runde Applaus. Ja, hallo, schön euch zu treffen. Das Mikrofon scheint nicht gleich zu funktionieren. Audio, wie sieht's aus? Ach, tut mir leid. Ja, es gibt immer eine kleine Sache, die nicht sofort funktioniert. Es gab ein Live-Demo im letzten Talk davor. Es war sehr gut geplant und trotzdem hat es nicht geklappt. Aber das Publikum ist da immer sehr, sehr empathisch. Da will ja keiner an der Stelle stehen. Klappt es jetzt? Funktioniert es? Ich probiere mal. Ja, es funktioniert. Nochmal Applaus für die Technik und es kann losgehen. Gut. Also sehr schön, euch alle zu sehen. Ich bin sehr froh, dass so viele Leute gekommen sind. Ich möchte euch Tom vorstellen. Er ist ein Journalist, der für die Times in London arbeitet. Und er arbeitet mit Techniken wie Data Mining, die halt zeigen können, wie wenn Sachen schief laufen und das der Öffentlichkeit bekannt geben kann. Und das hier ist Jasmin. Sie arbeitet für Panorama beim MDR in Deutschland, auch als investigative Journalistin. Und ihr Spezialthema ist Überwachung und politische Verwicklung darin. Und wir zeigen euch die Ergebnisse einer internationalen Zusammenarbeit mit Kollegen Evelyn, Stefania, Lars und Cora. Ja, Jasmin. Ja, und zusammen haben wir eine geleakte Datenbank, die im Juni veröffentlicht wurde, untersucht. Das Ganze wurde in den USA, Niederlanden, Belgien, Deutschland und Italien veröffentlicht. Also was war unsere Geschichte? Nun, wir haben herausgefunden, dass unschuldige Menschen auf der ganzen Welt auf eine Beobachtungsliste für Terroristen und Kriminelle gesetzt wurden, Menschen, die nichts verbrochen hatten. Diese Beobachtungsliste wurde von Thomson Reuters zusammengestellt und wurde im Grunde an alle Banken auf der Welt und auch an Geheimdienste, Nichtregierungsorganisationen und an die Polizei verkauft. Das Ganze heißt World Check und das Leak hat uns die Möglichkeit gegeben, diese komplette Datenbank uns zum ersten Mal gründlich anzuschauen. Gut, was ist World Check? Nun, wenn man ein Bankkonto eröffnen möchte, dann wisst ihr ja, dass es sein kann, dass die Bank sich eure Kreditwürdigkeit anschaut, um zu schauen, okay, ob das in Ordnung ist, euch ein Konto zu geben. Aber wie weiß die Bank, ob das in Ordnung ist, euch ein Konto zu geben? Okay, etwas, was eine Bank macht, ist, sie tippt euren Namen in World Check Online ein. Und wenn eure Bank den Namen auf dieser Liste findet, dann kann es sein, du bekommst kein Konto oder kannst nicht einfach Geld transferieren. Oder du kannst bestimmte Transaktionen nicht durchführen oder das Konto könnte geschlossen werden. Thomson Reuters sagt, es geht darum, um versteckte Risiken aufzudecken. Es geht also darum, Leute mit hohem Risiko, also Betrüger oder Terroristen halt, aufzudecken und deren finanzielle Transaktionen zu unterbinden. Man möchte also so ein Frühwarnsystem haben, um versteckte Risiken aufzudecken. Banken sind zum Teil sogar gezwungen, durch Regulation diese Listen zu verwenden. Sie müssen sich also an bestimmte Regeln und Gesetze halten, Geldwäschegesetze zum Beispiel oder Terrorfinanzierung. Und natürlich wollen wir alle weniger Terrorismus und wir wollen natürlich auch weniger Geldwäsche haben. Aber um es mal mit den World-Check-Worten zu sagen, es geht darum, Beziehungen unter Leuten zu finden,
indem man solche Aufklärungsprofile halt einsetzt, weltweit. Seit dem 9. September allerdings geht es mehr darum, dass Banken halt tatsächlich Touristen, Terroristen und Geldwäscheverbrechen identifizieren. Es geht also darum, Warnungen zu veröffentlichen und Sanktionen von Seiten der Banken anzustoßen. Vielleicht kennt ihr die eine Story von HSBC, wo HSBC 9,3 Milliarden Dollar an die Regierungen zahlen musste als Strafe. Das ist einer der berühmtesten Beispiele dafür, dass eine Bank viel Geld zahlen musste. Das fürchten die Banken natürlich auch. Wenn ihr also Informationen suchen wollt, wie diese Informationen gesammelt werden, sagt Thomson Reuters, dass die Informationen zusammen von über Hunderttausenden vertrauenswürdigen Quellen angegeben werden. Und dieses vertrauenswürdig habe ich hier in Rot angegeben. Zu diesem Wort werden wir später nochmal zurückkommen. Vertrauenswürdige Quelle. Also, wie sammelt Thomson Reuters die Informationen? Zum einen guckt sich Thomson Reuters öffentliche Quellen an. Von EU-Listen bis zu anderen öffentlichen Datenbanken. Insgesamt sagt Thomson Reuters, dass WorldTrack über 2 Millionen Profile hat und es werden jeden Monat 20.000 Profile hinzugefügt, wobei dabei 40.000 Profile im Monat geupdatet werden. Nun, das ist eine Werbung für einen Job. Ja, und hier sieht man, okay, es geht darum, mehr als 220 hochstrukturierte Profile jeden Monat zu erstellen. Das ist so ziemlich nett, dass sie das so deutlich ansagen, was da eigentlich zu tun ist als Job. Und ja, wenn man da Vollzeit arbeitet, ist das wirklich herausfordernd, wenn man unter dieser Arbeitsbelastung auch noch hochwertige Profile erstellen soll. Noch nicht viele Leute wussten von dieser Liste, bis es veröffentlicht wurde. Es ist eine der größten Listen ihrer Art. Nach dem WorldCheck Datasheet wird der von über 300 Geheimdiensten und Regierungen genutzt. 9 der Top 10 Anwaltskanzleien der Welt und mehr von den 50 größten Banken. Also mehr als 6.000 Kunden aus 170 Ländern sind tatsächlich auf der Liste, die diese Liste benutzen. Der Inhalt selber ist geheim. Thomson Reuters erzählt natürlich Menschen nicht, wenn sie auf die Liste gesetzt werden. Und Banken dürfen die Informationen auch nicht weitergeben. Zugriff gibt es nur, wenn man einen Prüfprozess durchlaufen hat. Das heißt, ein Benutzer der Liste muss ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben, dass er nichts davon weitergibt. Und der Zugriff auf die Liste kostet zudem jährlich noch bis zu 1 Million Euro. Nun, es gab in den letzten Jahren ein paar sehr, sehr gute Untersuchungen anderer Journalisten, die geschaut haben, ob es mit WorldCheck Probleme gibt. Die BBC hat zum Beispiel geschaut, warum macht die HSBC-Bank einige Bankkonten zu, ohne den Leuten zu erklären, warum. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass die Menschen einfach auf dieser WorldCheck-Liste unter der Kategorie Terrorismus gelistet waren. Vice News hat auch nachgeschaut oder herausgefunden, dass einer dieser Kunden sehr, sehr fragwürdige Einträge in dieser Liste hatte. Wir wussten also, okay, mit dieser Datenbank stimmt tatsächlich etwas nicht. Aber wie gesagt, es ist bis jetzt unmöglich gewesen, sich diese komplette Datenbank mal anzugucken, um zu schauen, ob es da tiefere Probleme in diesem System gibt. Aber dann gab es einen Leak, dann gab es eine schwache Stelle. Im Sommer 2016 hat dieser Sicherheitsforscher Chris Vickery das gemacht, was er sehr gerne macht. Er hat einfach im Internet nach CouchDB-Instanzen gesucht, die halt ohne Benutzernamen und Passwort irgendwie online standen. Ihr könnt euch vorstellen, was als nächstes kam. Ja, er hat also die Besitzer dieser Datenbank normalerweise kontaktiert, um zu sagen, ey, eure Datenbank steht auf dem Internet. Aber er hat was sehr, sehr Interessantes gefunden, nämlich eine komplette Kopie der WorldCheck Database aus den 2015. Und ja, dann hat er sich auf Reddit gemeldet und hat gesagt, ich habe eine Kopie einer Terrorismus-Blackliste, was soll ich denn damit tun? Das hat er auf Reddit gepostet, hat gesagt,
ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Aber von 2014 war die Datenbankkopie übrigens. Da diese Datenbank offensichtlich aus frei verfügbaren Informationen zusammengestellt wurde, dachte er, naja, was ist denn das Problem eigentlich, das zu veröffentlichen? Zumal dieses System natürlich dazu verwendet wird, im Geheimen Entscheidungen über die Bankkonten von Menschen zu treffen. Vielleicht wäre es in ihrem Interesse, das zu veröffentlichen. Nun kann es aber auch wiederum sein, dass dort Millionen von Menschen drinne stehen, denen halt Schaden nehmen könnten, wenn bestimmte Informationen veröffentlicht werden. Also, ja, er hat sich also gefragt, ja, was mache ich jetzt damit? Und zum dankenswerterweise hatten wir als Journalisten aufgrund der vorherigen Geschichten guten Grund anzunehmen, okay, es ist wahrscheinlich gut, diese Sachen zu veröffentlichen, also haben wir ihn erstmal kontaktiert. Wir haben uns mit den ethischen Problemen auseinandergesetzt, bevor wir die Datenbank gesehen haben und hatten dann eine Chance sozusagen zum ersten Mal zu veröffentlichen, wie dieses System funktioniert. Und so sieht diese Datei aus, worldcheck.json. Wir haben mit Chris übereingestimmt, dass wir die Datenbank durchsuchen werden, aber wir werden nicht die Datenbank selbst veröffentlichen. Als wir die Datenbank erhalten hatten, war es ein 4 GB JSON ohne jegliche Dokumentation. Und das Erste, was wir machen mussten, war einen Parser zu schreiben in Python, um dieses JSON flacher zu machen. Und dann hatten wir ein 4 GB CSV und haben diese CSV verarbeitet in Postgres, sodass wir dann die Datenbank durchsuchen konnten. Das ist eine Liste der Felder in der Datenbank, eine gekürzte Version der Felder. Also wir haben hier eine ID, wir haben einen Entity-Typen, ist das eine Person oder eine Firma. Für Personen gab es beispielsweise Vornamen, Nachnamen, Alias, ob man eine Position hat, zum Beispiel ob man Politiker ist und wenn man Politiker ist, welche Position man innehat in der Regierung. Eine Kategorie, ist man zum Beispiel, in welche Kategorie man gelistet ist, zum Beispiel als Terrorist potenzieller oder als finanzielle Bedrohung. Man hat hier weitere Felder, wie zum Beispiel die Nationalität, welches Land man ist, etc. Und dann hatten wir verschiedene Links zu anderen Profilen. Ja, und da gibt es noch verschiedene Links zu anderen Profilen, die hier mit verknüpft waren. Auch Daten, wann sozusagen diese Einträge gemacht wurden, zu welchem Datum als Zeitstempel. Ja, einige dieser Felder haben sich von selbst erklärt. Aber wir mussten natürlich wirklich versuchen herauszufinden, wie das für einen Endbenutzer aussieht, wenn er mit dieser Datenbank interagiert. Also wie jeder gute Journalist haben wir halt erstmal in Google gesucht. Und nach ein bisschen Rumexperimentieren haben wir versucht, nach so einem Zitat zu suchen. Es ist dir streng verboten, die Kopien dieses Dienstes sozusagen zu veröffentlichen. Und was kommt raus? Und tatsächlich haben wir Beispiele von Profilen aus WorldCheck in Google gefunden. Leute wissen es vielleicht wissen sie es auch nicht. Einige von denen sind aus den Panama Papers zum Beispiel. So, die Leute wussten halt einigermaßen, was sie da getan haben. Das erste ist aber interessant, intranet.mac.com. Möglicherweise sollten wir dieser Firma mal sagen, die hinter diesem Mac steht, dass ihr Intranet nicht so richtig privat ist. Ja, hoffentlich haben sie es vielleicht jetzt schon rausgefunden. Gut, hier haben wir ein Beispiel. Das ist ein Beispiel, das tatsächlich von einer Zeitschrift aus Brasilien stammt, die das tatsächlich als Teil einer Untersuchung veröffentlicht haben. Und hier können wir natürlich sehen, wie für den Endbenutzer die so ein Profil dann tatsächlich aussieht. Hier sehen wir ein Profil des ehemaligen Chefes des Abgeordnetenhauses. Und wir sehen natürlich die Kategorie, okay, politisches Individuum. Und PEP als Unterkategorie, also eine politische engagierte Person. Das ist ein Begriff, der kommt sozusagen aus dem Geldwäschegesetz. Und das heißt, die sind in einer gehobenen politischen Position. Möglicherweise
kann es also sein, dass die ein Ziel sind, um für Bestechungen zum Beispiel. Und wenn man also Politiker ist, dann kann es sein, dass die Bank halt anruft und sagt, wir müssen mit Ihnen mal über Ihre Einkommensquellen sprechen und müssen mal sehen, wie legal das ist, was Sie hier zum Beispiel verdienen. Und falls man da nichts der Bank erklären kann, kann es sein, dass es zu einer Strafverfolgung nach sich zieht. Ja, das gilt natürlich auch für die Familien von offiziellen Politikern. Gut, wir schauen mal auf die nächste Folie. Wenn wir runterscrollen, dann sehen wir hier, dass wir diese Links auf andere Profile haben. Das sind also Familienmitglieder von diesem brasilianischen Politiker. Und noch weiter nach unten sehen wir dann einen tatsächlichen Report. Und dieser Politiker wurde tatsächlich verdächtigt, etwas falsch gemacht zu haben. Es war also nicht nur eine öffentliche Person im öffentlichen Interesse, sondern es gab den Verdacht der Korruption dort. Und da dieses Profil veröffentlicht wurde, stellte sich dann auch heraus, dass er tatsächlich wegen Korruption verurteilt wurde. Hier haben wir also ein Profil von jemandem, der tatsächlich sich strafrechtlich schuldig gemacht hat. Gut, nachdem wir jetzt also wissen, wie so ein Profil aussieht, dann versuchen wir jetzt mal den gesamten Umfang dieser Datenbank zu analysieren. Wir sehen in dieser Tabelle für jedes Land, wie viele Leute dort in WorldCheck eingetragen sind, so wie es 2014 zumindest aussah. Das ist das Datum, zu dem diese Kopie gemacht wurde. Wir zeigen hier also für jedes Land mit mindestens 5000 Einträgen die Anzahl der Leute, der nicht PEPs, also Leute, die möglicherweise als Verbrecher oder Terroristen eingetragen sind, dann die Anzahl der PEPs, also eigentlich hochrangige Politiker. Aber es gibt eine ganze Menge Länder, wo es zehntausende PEPs gibt. Das sieht ein bisschen danach aus, als ob das Netz dort sehr weit ausgeworfen wurde. Und das sehen wir auch an der Anzahl der Verwandten von PEPs, von Politikern. Wir haben also eine ganze Weile uns das Ganze angeschaut, haben verschiedene Anfragen in die Datenbank gestellt, um die verschiedenen Typen von Menschen dort zu verstehen. Und jeder, der mit uns zusammengearbeitet hat, hat dann versucht, nach Leuten zu suchen, die tatsächlich da nicht reingehören. Und wir haben also zum Beispiel haben wir hier Greenpeace auf der Liste gefunden, 60 Greenpeace-Aktivisten, die festgenommen worden sind als dafür, dass sie friedlich protestiert haben gegen den Star Wars Raketenprogramm in 2001. Und sie wurden gelistet im World Track in der generellen Kategorie Kriminalität. Und das war komisch, weil sie haben zwar sich schuldig bekannt und dass sie in ein Gebiet reingegangen sind, wo sie nicht hätten reingehen sollen, aber sie haben dafür weder im Gefängnis gesessen, noch sollten sie auf diese Liste gehören. Das ist ein anderes Beispiel aus dem Vereinigten Königreich in dem Town, in der Stadt, die ich nicht mehr weiß. Das ist eine Person, die gelistet wurde, weil sie halt sozusagen sich als Bürgerin engagiert hat. Hier arbeitet sie für eine lokale Kampagne, die Essen gesammelt hat für Leute in Not. Sie ist weder ein öffentlicher Offizieller. Tatsächlich ist ihre eigene Verbindung zur Macht, dass ihr Mann Alan ein Ehrenamt innehatte, aber auch da keine offizielle Verbindung für irgendwas. Nun, eine andere Stadt im Süden Englands, Leithen Kingston upon Thames. Und ja, dort sieht man mal, wie das Rathaus aussieht, also eine sehr hübsche Stadt. Und das ist einer der Lokalpolitiker, Jürgen Jugannathan. Man sieht MBE nach seinem Namen. Er ist geehrt worden von der Queen für seine Arbeit auf der kommunalen Ebene. Und unter seinen Aktivitäten war er halt ein Friedensaktivist. Er hat sich für den Frieden in Sri Lanka eingesetzt. Und das hat dafür gereicht, dass er in World Check gelistet wurde und zu der Terroristenorganisation Tamil Tiger verbunden wurde, was eine sehr, sehr ernste Anschuldigung ist, insbesondere für einen Friedensaktivisten. Und als Quelle für diese Anklage wurde die Website der sri lankischen Regierung angegeben, die gesagt hat, diese Menschen, die dort in London sozusagen
Friedensprojekte organisieren. Das sind alles Terroristen und das wurde tatsächlich als Fakt in die World Check Database aufgenommen. Mr. Yoganathan sagte, dass es ihn sehr verletzt hat, als es bekannt wurde, dass er da sehr, sehr schockiert von war, dass es dafür keine Basis gibt. So, ich sagte euch ja, ihr solltet euch jetzt an diese Quelle, an diese Folie hier erinnern, wo also verlässliche Quellen eingekringelt wurde von mir. Und Thomson Reuters sagt, unsere Nachforschenden müssen sich also an strengste Nachforschkriterien halten und müssen die ganze Zeit objektiv bleiben. Wenn man sich die Beispiele anschaut, sieht man, dass sie das ein bisschen weicher auslegen. Die Leute, die auf dieser Liste standen, da gab es einfach Probleme mit diesen sogenannten verlässlichen Quellen. Deswegen wollen wir euch ein paar von den Quellen zeigen, die wir mal zusammengesetzt haben. Wir haben mal eine Rangliste aufgestellt. Nummer 5. Ihr kennt möglicherweise alle diese Quelle, Wikipedia. Wir haben uns gedacht, okay, da geben wir mal Nummer 5 dafür. Tausende von Profilen, die in WorldCheck drinne stehen, da gibt es Wikipedia als Quelle. Jetzt kann man ja noch denken, ja, okay, das ist ja nur für allgemeine Informationen, das ist möglicherweise in Ordnung, aber was ist mit der hier? Platz 4. Seiten mit Verschwörungstheorien, zum Beispiel cyberclass.net. Und da sind all die Lehrmaterialien, die man braucht, wenn man sich über alternative Versionen von 11. September anschauen möchte. Und das findet man alles hier, diese Verschwörungstheorien als Quelle für die Bankdaten. Platz 3. Propagandaseiten oder Seiten, die von Staaten betrieben werden, als Quellen. Zum Beispiel ChinaDaily.com. Das ist die größte Zeitung in China, ist allerdings in staatlicher Hand, und obwohl es natürlich kein offizielles Organ der Kommunistischen Partei in China ist, muss man es im Grunde als Parteizeitung oder parteinahe Zeitung einordnen. An diesem Kommentar auf der rechten Seite sieht man, da wird also angeblich eine Terroristengruppe dargestellt, und dort wird eine prominente Organisation von Chinesen im Ausland als terroristisch dargestellt, und das landet dann auch wieder in WorldCheck. Ja, das Forschungsteam von WorldCheck nimmt also diesen Artikel als einzige Quelle für dieses Profil und übernimmt damit quasi die Anschuldigung der chinesischen Regierung. Platz 2. Ja, die nächste Website kennt ihr vermutlich. Hunderte von Listen, von Profilen in WorldCheck beruhen auf Breitbart. Ja, und Breitbart hat zu dieser Zeit unter einem Tag namens Black Crime berichtet. Und da sind hunderte von Einträgen in WorldCheck drin, die auf Breitbart-Analysen basieren. Aber unser Platz 1 ist die Seite Stormfront. Wenn ihr diese Seite nicht kennt, das ist ein Forum für die White Supremacy-Bewegung, 1995 von früheren Ku Klux Klan-Mitgliedern gegründet. Und da gab es eine ganze Menge Seiten, die Profile, die auf Einträge, insbesondere über People of Color aus dem UK sich bezogen, die halt auf diese Seite zurückgehen. Und das Problem ist, dass WorldCheck einfach jede Quelle nimmt, die es finden kann, aber es scheint keine Differenzierung zu geben. Ob es eine Nachrichtenseite, Verschwörungstheorien sind, staatlich kontrollierte Seite oder von Extremisten, all diese Quellen und all diese Informationen, die dort sammeln, werden offensichtlich nicht gewichtet, sie werden nicht eingeordnet. Und das heißt, wenn ein Staatsanwalt eine Person anklagt oder wenn jemand schlecht wegkommt in einem Medienbericht, dann kommt das in die WorldCheck-Datenbank ohne Gefilter. Es gibt keine Verifizierung oder dieser Einträge. Also WorldCheck hat einen interessanten Weg gefunden, um mit dem Problem der potenziell unseriösen Quellen umzugehen. Und sie haben dann in diesen Profilen einen generellen rechtlichen Hinweis eingepflegt, wo sie dann sagen, dass jeder, der die WorldCheck-Datenbank benutzt, sollte nochmal selbstständig, eigenständig recherchieren, ob die Datenbank denn auch stimmt. Wenn das Profil nämlich negative Hinweise
enthalten würde, dann müsste man davon ausgehen, dass diese Anschuldigungen von demjenigen, dem das Profil gehört, abgelehnt werden, dass das nicht stimme. Das ist natürlich ein sehr interessanter Weg für die Kunden von WorldCheck und einen guten Weg, wie WorldCheck aus der Sache rauskommt. Wir haben viele Leute gefunden auf Listen, die Probleme hatten mit Bankkonten und das da stellt sich die Frage, ob die Banken ihre eigene Nachforschungen antreiben, wenn sie die WorldCheck-Listen benutzen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der selbst mit den Banken spricht. Und ja, bei ihm war es halt so. Und das... ja, wie macht man das sozusagen, dass sie sagen, es gibt einfach nicht genug Zeit, um sowas nachzuprüfen oder zu widerlegen, was da in der Datenbank drin steht. Neben diesem Mangel an Verifikation gibt es noch einen weiteren Grund, warum unschuldige Menschen Zweifel an dieser Liste haben. Es gibt auch Einträge drin, wo Leute einfach nur verdächtig werden oder wo es Ermittlungen gibt, wo aber natürlich niemand verurteilt wurde. Und diese Einträge sind zum Teil jahrelang nach dem jeweiligen Ereignis noch mit drin. Leute sind zum Teil legal, sozusagen sind die Ermittlungen eingestellt worden. Und unschuldige Leute bleiben aber in der Datenbank dann halt einfach schuldig. Zum Beispiel André Holm. Hier ist der Terrorist André Holm. Oder das ist zumindest das, was WorldCheck vorgeschlagen hat oder nahegelegt hat für ein paar Jahre lang. Möglicherweise kennen einige André Holm, der ist ein Soziologe und war ganz kurz Baustaatssekretär im Berliner Senat. Und er wurde tatsächlich von deutschen Behörden sozusagen untersucht, ob er tatsächlich möglicherweise eine terroristische Gruppe unterstützt hat, wurde tatsächlich für 3 Wochen auch in Gewahrsam genommen. Und es wurde sozusagen wegen seiner Forschung zur Gentrifizierung wurde er tatsächlich verdächtigt und hat halt dafür für seine Veröffentlichung Worte verwendet, die auch aus linksextremistischen Kreisen so veröffentlicht wurden. Und deswegen wurde er halt verdächtigt. Es stellte sich aber raus, dass es überhaupt nicht substanziiert werden konnte. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass er mit extremistischen Kreisen zu tun hat. Und es wurde sozusagen nicht nur die Ermittlung eingestellt, sondern er bekam sogar noch eine Entschädigung für diese Zeit, wo er in Haft war. Und aus Sicht des Staates war Holm danach unschuldig. Als er aber andererseits 2 Jahre später bei der Norris Bank ein Konto eröffnen wollte, wurde ihm das verweigert. Und das ohne jegliche Erklärung. Und zu diesem Moment wusste Holm noch nicht, dass er tatsächlich auf der Beobachtungsliste von WorldCheck steht. Als wir ihm das erzählten und mit ihm gesprochen haben, sagte er, ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, wenn mein Leben aufgezeichnet und untersucht wird, ohne dass ich das weiß und das nicht beeinflussen kann. Also noch Jahre später kann so ein Eintrag das Leben für Menschen sehr, sehr schwierig machen. Es gibt wiederum offensichtliche Institutionen, die ganz offensichtlich sich mit dieser Datenbank abhängig machen. Wir haben mit der Norris Bank gesprochen und die haben gesagt, das war ein ganz wesentlicher Teil dessen, um die unsere rechtlichen Verpflichtungen gegenüber dem Staat zu erfüllen, dass wir halt Geldwäsche und Finanzierung sozusagen verhindern. Wir versuchen normalerweise, mehrere Datenbanken gegenseitig abzugleichen. Und ich fand es eher lustig, dass sie überhaupt nicht über den Fall von André Holm gesprochen haben. Sie haben gesagt, nee, wir können aufgrund vom Datenschutz keine Informationen rausgeben. Das fand ich ein bisschen schräg. In der Marketingbroschüre haben wir gesehen, dass sozusagen 59 der weltweit größten Banken WorldCheck verwenden. Und wir gehen davon aus, dass sozusagen die größten Banken es verwenden. Aber ich wollte das sozusagen mal verifizieren, insbesondere für meine Leser aus dem Vereinigten Königreich. Und
Ich hatte Informationen, dass die Cooperative Bank aus Großbritannien das benutzt. Und deswegen habe ich sie einfach mal gefragt und habe gesagt, okay, könnt ihr bestätigen? Und darauf haben sie gesagt, ja, wir können bestätigen. Andersrum haben sie gesagt, ich kann bestätigen, dass die Bank das nicht benutzt hat und es auch in der Vergangenheit nicht getan hat. Dann bin ich einfach mal zu LinkedIn gegangen und habe das bei Google eingetippt. Und da habe ich gefunden, okay, es gibt einen Herrn namens Michael, der sagt, er ist ein High-Risk-Case-Analyst. Er analysiert also Fälle mit hohem Risiko bei der Cooperative Bank. Und seine Funktion vorher war, dass er Analyst war gegen Geldwäsche. Und seine Beschreibung seiner Tätigkeit sagt, okay, zu seinen verantwortlichen Verantwortung gehörte, dass er eben auch Leute abgelehnt hat, die quasi nicht in das Risikoprofil der Bank gepasst haben. Ganz offensichtlich gab es sozusagen diese Verantwortung und ganz weiter unten in der Tätigkeitsbeschreibung finden wir, dass er natürlich tatsächlich Worldcheck eingesetzt hat, um diese Entscheidung zu machen. Also bin ich wieder zur Cooperative Bank zurück und habe gesagt, schaut euch doch mal das LinkedIn-Profil an, was ich da gefunden habe. Mal schauen, was sie dazu zu sagen hatten. Und dann, ich kann bestätigen, dass wir Worldcheck nicht benutzen und dass, wenn wir überhaupt mal Zugriff hatten, das über 5 Jahre her sein muss. Gut, also jetzt sagen sie zumindest nicht, sie benutzen es nicht, aber sie sagen, sie benutzen es nicht mehr. Und das zeigt ja zumindest, wie sehr das quasi geheim gehalten wird von Seiten der Bank. Das zeigt ja auch, wie geheim die gehalten die Worldcheck-Datenbank wird. Ja, die Bank wird befragt von einem Journalisten, von einer sehr reputablen nationalen Zeitung und sie antworten einfach nicht wahrheitsgemäß. Und wenn man eine Bank fragen will, was mit deinen Daten passiert, dann wird das alles, was ja alles auch in Datenschutzregeln steht. Also, wir haben dann all diese unsere Erkenntnisse von den verschiedenen Ländern an Thomson Reuters weitergeleitet und die haben aber jetzt nicht keine Antwort gegeben auf spezifische Fälle, aber sie haben uns generelle Antworten gegeben und sie sagen, dass Individuen Thomson Reuters kontaktieren kann, wenn sie glauben, dass die Daten in der Datenbank falsch sind und dann können sie das überprüfen. Das ist natürlich interessant, weil die Banken können einem nicht sagen, warum ein Konto gesperrt wurde oder sie kein Konto eröffnen können. Und man könnte ja vielleicht einfach eine Anfrage an Thomson Reuters stellen, wenn man glaubte, dass man auf der Liste stünde, und dann könnte man vielleicht eine Antwort bekommen, aber das ist eine Frage, bei der ich nicht so weiß, wie das wirklich stimmt. Worldcheck meinte, man müsste dann seinen Namen angeben, zusammen mit seinem Geburtsdatum, und dann wird das alles überprüft, ob die Quellen verlässlich sind. Und über die unseriösen Quellen meint Thomson Reuters, dass wenn das benutzt werden würde, dann würde das klar gekennzeichnet werden. Wir wissen leider nicht, ob sie das gemacht haben seit 2014, weil unser letzter Quellenstand von 2014 ist, von dem Leak. Und Thomson Reuters hat dann am Ende noch gesagt, dass als Fazit von allem, dass Worldcheck selbst keinerlei Schuldzuweisungen annimmt, und keinerlei Schuldzuweisungen selbst vornimmt. Ja, und man muss halt davon ausgehen, dass wenn es diese Anweisungen gäbe, dass diese auch nicht diese zurückgewiesen werden würden. Das Problem damit ist hier, dass es auch Konkurrenten zur Worldcheck gibt. Es gibt da zum Beispiel Dow Jones. Und wir wissen nicht, ob die ähnliche Probleme haben mit ihren Listen haben. Also, wieso passiert sowas? Wir haben ja bereits gesagt, dass Banken unter großem Druck stehen von Regierungen, dass sie Terroristen in ihren Kundenkreis eben bekämpfen müssen. Und wie ist diese Umgebung entstanden, dass das alles passiert? Hier ist ein Beispiel von einer E-Mail, wo man sehen kann, wie paranoid die Banken sind von den Regierungen. So, hier hat ein Mensch geschrieben, der sagt, okay, er gehört zur Generalversammlung sozusagen von Worldcheck
Und das ist tatsächlich jetzt ein öffentliches Dokument. Und er erklärt dort sein Interesse und sagt, okay, ich arbeite halt für eine Firma, die Geldwäscheprüfungen vornimmt. Und hier sieht man tatsächlich, das ist offenbar kurz nach dem 11. September. Und er sagt nochmal, okay, Finanzinstitutionen müssen proaktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und deswegen schreibt er, die Vereinigten Staaten sind in einem Krieg gegen den Terror und diese Frontlinien des Krieges verlaufen an den Schwellen jeder Finanzinstitution der Vereinigten Staaten. Und deswegen ist es unvermeidlich, dass diese finanziellen Institutionen der US quasi helfen, Terrorismus zu bekämpfen. Das ist nur ein einziges Beispiel. Ich glaube, hier gibt es mal ein gutes Gefühl dafür mit der Art der Argumente, die da vorgebracht werden. Wenn ihr mehr davon haben wollt und so, da gibt es ein sehr, sehr gutes Buch, Spekulative Sicherheit, Speculative Security. Ja, kann das System verbessert werden oder sogar repariert werden? Nun, wir können diese Frage nicht beantworten, aber es gibt ein paar Gedanken, die uns gekommen sind. Man könnte die Quellen besser auswählen, ganz offensichtlich. Möglicherweise kann man es einfach ein bisschen einengen auf Listen offizieller Sanktionen, Leute, die tatsächlich verurteilt wurden. Vielleicht verlässliche Reportagen von offiziellen Nachrichtenagenturen zum Beispiel fänden, sowas in der Richtung. Man kann außerdem die Qualität der Informationen angeben. Wenn man also wirklich darauf besteht, dass man sozusagen den Fakt publizieren möchte, dass die sri lankische Regierung jemanden verdächtigt oder angeklagt hat, und diese sri lankische Regierung aber nicht als besonders zuverlässig gilt, dann könnte man das mit vermerken. Man könnte Leuten natürlich auch das Recht geben, auf diese Einträge zu reagieren. Also man könnte auf die Leute zugehen und sagen, okay, das und das wird über euch gesagt. Was ist das eure Reaktion darauf? Was sagt ihr dazu? Es gibt eine Initiative, eine Open-Source-Beobachtungsliste für solche Sanktionen zu machen, opensanctions.org. Und damit Leute sehen können, was steht über mich auf so einer Liste drauf. Und natürlich gibt es auch die Frage, wollen wir, dass Banken quasi diese Verantwortung überhaupt übertragen bekommen, dass die im effektiv Verbrechen ihrer Kunden vorhersehen sollen? Wollen wir nicht lieber, dass solche Verantwortung in unserem Rechtssystem, in unserem juristischen System liegen sollte? Gut, damit sind wir erstmal durch und da sind unsere Kontaktdetails. Vielen, vielen Dank und wir nehmen gern Fragen. Thank you very much for this super interesting talk. I have good news for all of you. We have about 20 minutes time for Q&A, so please pile up at the microphones if you have any questions, of which I'm sure there are many. We are going to start with one question from the internet. Considering the databases, wenn wir uns überlegen, dass die Datenbanken online sind, GDPR, hat jemand schon geguckt, ob dies nach GDPR überprüft wurde? Darüber haben wir keine Informationen. Sorry. Let's start with another question from microphone number one. Thank you. He was the general counsel for the World Check Company. At what point also, er war ja der or was it already part of Thomson Reuters? It wasn't at that point. In diesem Moment, dieser Mensch, über den da gesprochen wurde, ja, der diesen Brief geschrieben hatte, wir haben halt gesehen, okay, das ist zumindest jemand, der Jura studiert hatte und ob er jetzt sozusagen dort eine leitende Position hatte, das können wir jetzt nicht so richtig feststellen. Also, ich will wissen, wenn ich eine Anfrage an World Bank stelle, ob ich ein Profil habe, werde ich dann ein Profil bekommen? Die Antwort war nein. Yes. So if you okay, wer sucht diese Leute sozusagen raus? Ja, die Frage ist sozusagen,
Also es funktioniert folgendermaßen. Das Team von WorldCheck guckt durch das Internet, schaut sich nach Artikeln um und guckt dort nach Namen, die interessant sind. Okay, also sind das Leute, die nicht, die direkt auf Stormfront gehen, um sich Namen rauszusuchen, oder wie passiert sowas eigentlich? Gehen diese Researcher von Thomson Reuters einfach auf Stormfront und nehmen sich einfach Namen raus, die auf der Webseite stehen, oder wie funktioniert das? Ja, ich weiß nicht so wirklich, wie sie das machen oder wo sie die Quellen dann herbekommen. Hey, thanks for the talk. Danke für den Talk. Sie haben einige Namen genannt, die in der Liste standen, die falsch waren. Aber welche Prozentzahl an Profilen ist denn tatsächlich falsch? Das wissen wir nicht so genau. Also wir glauben, dass es eine Minderheit ist. Es gibt eine ganze Menge Leute drauf, die böse Sachen gemacht haben. Aber natürlich unterminiert das die Glaubwürdigkeit der gesamten Datenbank, wenn es so viele Beispiele gibt, wo halt sozusagen, wo nicht substanziiert ist. Ja, aber gute Frage. Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, aber wir müssen zugeben, dass wir nicht alle der 2,2 Millionen Profile uns angeguckt haben. Right, Mike, number two, please. Thank you for your work on this. Ebenfalls danke für Ihre Arbeit an diesem wichtigen Thema. Ich bin selbst auf dieser Liste und konnte für 2 Jahre lang kein Konto eröffnen oder habe mein Konto verloren. Bankenkonten zu haben ist unglaublich wichtig in unserer modernen Zeit, damit man was zahlen kann. Welche Optionen haben denn Menschen, die auf der Liste stehen, die an Kontos geschlossen worden sind? Vor allem, da ja diese Listen von WorldCheck in allen Banken benutzt werden. Nun, es gibt Leute, die tatsächlich erfolgreich gegen Thomson Reuters geklagt haben, und seitdem wurde der Listeneintrag auch geändert und es wurde offiziell zugegeben, dass dort jemand fälschlich als Terrorist gelistet wurde. Das ist aber eine Option, die nicht jedem zur Verfügung steht. Ich denke, der erste Schritt ist, dass man die Daten nachfragt, also was steht über mich da überhaupt drinne, und dann von dort aus weitermacht. Aber es ist wirklich schwierig. Aber Herr Holm zum Beispiel, der hat tatsächlich bei Norris Bank kein Konto bekommen, aber bei der Berliner Sparkasse hat er dann ein Konto bekommen. Die benutzen WorldCheck einfach nicht. All right, I think it's the internet's turn again to ask a question. Eine weitere Frage aus dem Internet. Glaubst du, dass der Sinn so einer Liste, stimmen Sie damit überein mit der These, dass der Sinn dieser Liste nicht nur darin besteht, Banken zu schützen vor ihren rechtlichen Verpflichtungen, sondern auch, dass eigentlich die Allgemeinheit geschützt wird vor Terroristen? Nun, ich denke, man sollte nicht wenige für viele opfern, weil es wäre ganz einfach, es besser zu machen. Wir haben gesehen, diese Quellen sind so ganz offensichtlich falsch und schräg. Ich denke, es ist eigentlich nicht notwendig, wenn Sie einfach diese Liste ein bisschen besser prüfen würden. Number one, please. Hi, great presentation. Did you find any evidence? Habt ihr irgendwelche Beweise gefunden, dass Banken Informationen über ihre eigenen Kunden an Thomson Reuters weitergeben? Es sieht so aus, als ob sie sich auf öffentliche Quellen verlassen. Wir haben da nichts Derartiges gefunden. Es mehrere Einträge, wo 3 Buchstaben, Abkürzung wie CIA und sowas drin stand, aber insgesamt glaube ich nicht, dass die CIA öffentlich irgendwas über eine bestimmte Person gesagt hat. Wir sehen also nicht, dass da irgendeine merkwürdige Verbindung in jede Richtung bestand. Thank you for your work. Obviously, it's disheartening to see such sites as Stormfront. Es ist natürlich sehr schade zu sehen, dass Webseiten wie Stormfront oder Breitbart zitiert werden. Habt ihr in eurer Arbeit gesehen, wie sehr die Daten, wie viele Daten oder wie die Prozentzahl ist von deren schlechten Quellen, so wie Breitbart, und wie oft das benutzt wurde? Es sieht so aus, dass das sich immer auf ein bestimmtes Land bezieht. Also in dem Fall waren es zum Beispiel die USA, wo es wahrscheinlich einfach einen bestimmten Untersuchenden gab, der einfach Breitbart populär oder gut fand. Die Variation zwischen verschiedenen zwischen den Ländern war sehr, sehr hoch, welche Quellen verwendet wurden. Mic number 4, please.
Hi, thanks. I work on cryptocurrency stuff, so obviously have a long. Ich arbeite mit Kryptowährungen, deswegen habe ich ein großes Interesse an Finanzthemen und Offenheit. Es gibt da ein Buch, das von jemandem geschrieben wurde, worum es über das nach dem 11. September geht, wie es in der Finanzwelt weitergegangen ist. Und er hat gesagt, dass man sozusagen dort solche Quellen findet, wie das jemand sozusagen schon bei 80% Terrorismusverdacht raussortiert wird. Die Frage ist also, wenn man Massenüberwachung verhindern will, dann muss man Massenüberwachung teuer machen. Und deswegen ist halt die Frage, okay, in welche Richtung sollte man nachdenken, wenn man es teuer machen will und Leute von solchen internationalen Finanzinstitutionen quasi der Kontrolle unterwerfen will. Use cash? Einfach Bargeld verwenden, ne? Das ist das, was man tun kann. Yeah. Ich glaube, wir sollten unsere Regierungen zur Verantwortung ziehen und sagen, okay, wir müssen sie für jede Art Überwachung, auch für die Überwachung unserer Finanztransaktionen und unserer finanziellen Situation quasi zur Verantwortung ziehen. Wir haben jetzt nur an einem Teil dieses Systems gearbeitet, an so einer Watchlist, aber das ist nur ein Teil dessen, was insgesamt angeht. Man sollte also insgesamt von allen Seiten auf diese Art von Überwachung schauen. Ich habe eine Frage bezüglich des Financial Action Task Force, was eine Behörde ist, hier im europäischen Raum und auch im arabischen Raum. Glaubt ihr, dass diese Behörden ein Problem damit haben, mit dem, was die Banken machen? The Financial Action Task Force is that their definition of politically exposed person talks about senior public officials, and this database seemed to go way further than that. So there seems to be darüber hinausgegangen. Wie gesagt, also diese offiziellen Institutionen, die ziehen den Kreis viel enger, die Datenbank macht das sehr viel breiter und eben die zu überwachen ist eigentlich kein größeres Problem, aber sobald das Netz breiter gezogen wird, dann wird es aus unserer Sicht problematisch. Internet, if you got a question, fire away. It looks like Thomson Reuters basically says. Es sieht aus, als ob Thomson Reuters sagt, dass man nicht die Information weitergeben darf, weil wir Copyright auf die Information in unserem System haben. Gibt es irgendwelche Länder mit Gesetzen, wo Banken darin verpflichtet werden, jemanden mitzuteilen, dass er auf so einer Liste steht? Nun, das ist aus unserer Sicht nicht so. Die Leute, die, wie gesagt, die Leute, die glauben, dass sie auf der Liste stehen, die können einfach Watcher kontaktieren. Und ich glaube, in manchen Jurisdiktionen der Welt gibt es tatsächlich Ausnahmen zu sagen, dass man halt per Geldwäschegesetz eben nicht unbedingt auf diese Daten zugreifen kann. Es kann sein, dass das ein Teil davon ist, warum Banken denken, sie können einfach Leuten das ohne Grund verweigern. Thank you for the excellent talk. You mentioned that legal regulations. Ihr habt genannt, dass rechtliche Bedingungen erzwingen, dass Banken solche schwarzen Listen benutzen. Quality control doesn't seem to be among them. Wisst ihr, welche Regulatorien auf dieser schwarzen Listen sind? Weil Qualitätskontrolle ist anscheinend nicht Teil davon. Nun, zu den Regulatoren gehört, dass sie zum Beispiel eine Sorgfaltspflicht wahrnehmen. Eine Bank muss natürlich sicherstellen, sozusagen, dass der Kunde kein Krimineller oder kein Terrorist ist. Es gibt sehr viele Regulationen, die zum Beispiel nach dem europäischen Geldwäschegesetz sagen, okay, auch mit den Updates dieses Gesetzes 2001, 2005 sozusagen, darauf haben wir uns fokussiert und das ist der Teil, der für WorldCheck halt wichtig ist. Den haben wir uns angeschaut.
Thanks for the talk. You did find a lot of people who are on that list wrongfully. Ihr habt ja gesehen, sie haben ja gezeigt, dass einige Leute auf dieser Liste falsch darauf stehen. They had these people on the list and they shouldn't be there. And especially I'm interested. Ich bin daran interessiert, was ist mit den Greenpeace-Aktivisten passiert, die auf dieser Liste standen? Habt ihr irgendwelche Informationen darüber, was mit denen passiert ist? All die Fälle, die wir euch heute gezeigt haben, all die, mit denen wir gesprochen haben, wo wir gefragt haben, können wir euren Fall auch veröffentlichen, alle von denen sind zu World Check gegangen und haben gefragt, sind wir auf der Liste und haben auch darum gebeten, diese, diese Einträge aus der Liste zu entfernen. Und ich glaube, in fast allen Fällen wurden die Leute tatsächlich von der Liste gelöscht. Ja, ich denke, zumindest in einigen Fällen hat das geklappt. Wie Jasmin schon gesagt hat, wir waren sehr, sehr sorgfältig, Leute nur jetzt hier veröffentlicht haben, die uns ihre Zustimmung gegeben haben, dass das geht. Ja, wir haben auch diese ältere Dame gesehen sozusagen. Das letzte Mal, dass sie irgendwelchen Ärger mit Behörden hatten, war, als sie in den 80er Jahren in den Ostblock in Urlaub gefahren ist und sie bekam tatsächlich einen Anruf vom dem Auswärtigen Amt von von Großbritannien. Was macht sie dort im Ausland? Thanks. In the LinkedIn profile, im LinkedIn-Profil hat sie gezeigt, dass es einige andere Profile gibt, zum Beispiel Dow Jones etc. Sind die auch so schlecht wie World Check? Well, we did check them. There was no. Na, da gab es noch keinen Leak. Das heißt, wir haben konnten das noch nicht prüfen, aber vielleicht können wir das ja im nächsten Jahr, wenn es einen Leak gibt. Right. Mic number two. Hi, thank you. Can you go one slide back? Kann ihr ein Slide zurückgehen? Danke. Ich frage mich, weil ihr gesagt habt, dass die Quellen wirklich schlecht sind. Angenommen, die funktionieren alle. Sind dann all die Antworten auf diese Fragen nicht? And who especially is targeted here? And is there any possibility of action? Es gibt die Frage, wer wird eigentlich sozusagen, wer wird bei diesen Listen genau ins Fokus genommen und kann man darauf irgendwie reagieren? Ich glaube, hier gibt es zwei verschiedene Antworten für diese politisch verantwortlichen Positionen und für Leute, die halt Terrorismus vorgeworfen wird. Ich denke, Leute in politischen Ämtern, nun ja, da kann man ziemlich klar sagen, diese Leute sollten finanziell überwacht werden. Ne? Wenn man Premierminister ist und plötzlich hat man mehrere Millionen Pfund in seinem Bankkonto. Das gab es ein Missverständnis hier. Ich habe nicht gefragt, was sozusagen die perfekten normativen Konditionen sind, sondern meine Frage ist, wenn man annimmt, dass der Zustand, so wie er jetzt ist, mal der perfekte Art ist, für wen ist das denn perfekt, dass es genauso funktioniert, wie es jetzt funktioniert? Wer profitiert von diesem komischen Zustand? Ich glaube zumindest nicht, dass die Öffentlichkeit davon profitiert. Ich glaube, dass das ein... ich weiß nicht mal, ob das sozusagen eine ernsthafte Möglichkeit ist, um Korruption und Terrorismus zu stoppen. Wir haben uns einige dieser Fälle aus den Panama Papers und ähnlichen Leaks angeschaut. Und das hat manchmal gezeigt, dass Banken eine Bank sich das World Check Listing einer Person angeguckt hat. Und dann aber gesehen hat, oh, das ist ein sehr lukrativer Kunde, dann machen wir trotzdem weiter Geschäfte mit dem. Es gibt also zwei Seiten dazu. Ja, gute Frage. Internet, it's your turn again. Tom, considering the proprietor of your newspaper, wenn man bedenkt, wem deine Zeitung gehört, für den du arbeitest, Rupert Murdoch, hat der irgendwelche Probleme damit gehabt mit eurer Veröffentlichung zu World Track? All right, microphone number one, please. Ich glaube nicht. The first is about dilution. Did I get it right that there's no established mechanism or process? Zwei Fragen. Erstens, habe ich richtig verstanden, dass es keinen wirklichen Prozess dafür gibt, um seine Daten zu löschen? How many thousands of records they add and they update?
There is some procedure for reading, but none for delete. Verstehe ich richtig, dass WorldCheck selbst keinen Weg dafür hat, keinen Prozess dafür hat, falsche Daten zu löschen? Ich habe nämlich nur gesehen, dass die Daten hinzufügen und Daten updaten. Wenn es zum Beispiel einen Eintrag über mich gäbe, könnte ich dann einfach WorldCheck fragen und sie antworten mir dann. Are there costs for it? And well, maybe guessing, how would they react if, say, some 15,000 people would ask? Ja, und die Frage ist, was würde passieren, wenn plötzlich 15,000 Leute dort ihre Einträge löschen wollen? Ja, was das Löschen von Daten angeht, hast du absolut recht. Das scheint tatsächlich keinen implementierten Prozess zu geben, das nochmal zu prüfen und sozusagen Daten, die da gar nicht drin sein sollten, tatsächlich auch aus der Datenbank verschwinden. Das ist ein echtes Problem, denn wir wissen, jeder hat das Recht, vergessen zu werden im Internet. Und die zweite Frage, nun, man kann sie fragen, man kann hingehen, man kann eine E-Mail schreiben und sagen, bin ich sozusagen in der Datenbank drinne? Aber was die dann sagen, wenn 15,000 Leute das gleichzeitig fragen, weiß ich nicht, frag du es mal. Nun, aber denk dran, sie sind sehr produktiv. Die können sozusagen in einem Tag 22 Profile anlegen. Also natürlich können sie wahrscheinlich 15,000 Anfragen wahrscheinlich recht schnell beantworten. Habt ihr irgendwelche Beweise dafür gefunden, dass die Kunden von WorldCheck bestimmte Quellen an WorldCheck suggeriert haben, dass die diese benutzen sollen? Nun, wir haben dafür keine Beweise gefunden. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Einige der Banken haben gesagt, nun ja gut, wir nehmen tatsächlich viele Quellen und einige Banken sagten, oh, wir würden natürlich nicht nur durch das Word-Checklisting eine Entscheidung treffen, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer festzulegen, okay, die Bank HSBC, welche Informationen haben die sozusagen benutzt, weil das natürlich geheim ist. Can I please also ask you to go to the previous slide? Of course. Kann ich euch ebenfalls fragen, eine Slide weiter vorzugehen? Danke. Ich glaube, das Problem ist, dass wir uns zu sehr fokussieren auf die Profile selbst und auf die Liste fokussieren. Control all these lists which are circulating, which are being created by different companies. I think the problem arises. Ich glaube, das Problem besteht eher darin, wie diese Listen benutzt werden. Kann man nicht irgendwie Gesetze erlassen, dass diese Listen besser werden? Und vielleicht an dem Punkt, wo sie da diese Listen dann benutzt werden, müsste es einen legislativen Weg geben und Mechanismus geben, um dieses Problem zu lösen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn eine Bank Quellen wie diese benutzen, die ja nicht mal um Konten zu schließen, das gleiche, by the way, auch mit Telekommunikationsanbietern. Wenn eine Person kein Konto bekommt, dann müsste ja die Bank oder ein Telekommunikationsunternehmen der Person weitersagen, Entschuldigung, kannst du bitte eine Frage stellen? Also, die Frage ist, glaubst du, dass wir uns lieber auf die Banken fokussieren sollen, wie diese Information benutzt wird, oder sollen wir uns eher darauf fokussieren, Gesetze zu erlassen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist, wer übernimmt halt am Schluss die Verantwortung für so eine Entscheidung? Das Witzige ist ja, dass WorldCheck ja diese ganzen schrägen Quellen benutzt und dann immer noch sagt, oh, also das ist natürlich nicht das einzige Quelle, ihr müsst das also selber prüfen, das könnt ihr nicht alles nehmen. Die Bank wiederum sagt, nee, WorldCheck hat eine Liste, da war dieser Name drauf. Also haben wir jetzt gerade das Szenario, dass Leute überhaupt kein Gefühl haben, dort Verantwortung übernehmen zu müssen. Eine letzte Frage aus dem Internet. Gibt es berühmte, wichtige Politiker in der Liste? Ja, also es gab ein paar Leute sozusagen, die da drauf sind, sozusagen auch, ja,
Hochrangige Politiker sind drauf, so wie man es erwartet hätte. Gut, nochmal eine große Runde Applaus für unsere